Hallo und recht herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu einer neuen Folge Dark Souls 3. Ich bin der Andi und im letzten Video, das ich eigentlich aufgenommen hatte, hatte ich Jorn dem Riesen gelegt, aber irgendwas ist da, also ich mein Programm da aufgehangen und es ist nicht gespeichert worden, leider. Aber erkläre ich trotzdem kurz, wie ihr den machen tut, und zwar, wenn ihr zu Jorn den Riesen reingeht, bekommt ihr hinten an seinem Thron liegt da so ein Loot. Und zwar den Sturmherrscher. Genau, den legt er an. Und mit normalen Waffen könnt ihr den eigentlich fast nicht legen, weil der einen da gar keinen Schaden macht. Also einfach den Sturmherrscher nehmen, anlegen und dann beidhändig benutzen, den aufladen. Genau, dann habt ihr den so. Und wenn ihr den aufgeladen habt, dann hin zum Boss. Und Wams. Genau. Das macht ihr, glaube ich, 4 oder 5 Schläge habe ich da nur gebraucht. Und dann ist der auch schon gelegen. Also das ist total easy. Also braucht ihr keine Angst haben. Der ist ganz, ganz leicht, der Boss. Und ich bin dann hier aufgewacht. Nach dem Kampf. Bei der guten Frau hier. Die kennen wir ja schon vom Anfang, dieses Startgebiet. Ich will aber jetzt gar nicht, ich glaube, dass ich gegen die kämpfen muss. Ich will jetzt aber noch gar nicht gegen die kämpfen. Aber jetzt reden wir mal mit ihr, was die so zu erzählen hat. Prince Lothric is in your hands. Please save his soul. Tell him what he must be, a lord. Becken und Gelübde. Hä? Muss ich nicht gegen dich kämpfen? Oh. Boss-Time in Dark Souls. Glaube ich jedenfalls. Ich hoffe, dass meine Aufnahme jetzt passt und hier nichts mehr rumspinnt. Oh mein Gott. Tänzerin des Nordventals. Oh, die macht gut Schaden. Ich dürfte mal ein paar Estos nehmen. Boah, mach die jetzt. Scheiße. Okay. Mann, Mann, Mann. Okay.
So. Okay, die scheint machbar zu sein. Will jetzt auf jeden Fall, weil ich ja bei dem... Genau. Bei Jorm den Riesen habe ich ja die Estus anders zugewiesen, weil ich gedacht habe, ich brauche Mana-Tränke. Wegen dem Schwert, wegen dem Angriff. Das werden wir jetzt mal rückgängig machen. Und zwar reisen wir dann zum Feuerbandschrein. So, dann probieren wir sie nochmal. Die muss ja zu schaffen sein. So, reisen. Hier um der Riese. Wie komme ich jetzt dahin am besten? Ist das ganz am Anfang? Müsste ich ja normalerweise von hier aus hinkommen. Fort vom Nordwindtal, genau. Genau, dann probieren wir es einfach nochmal. So, müssen wir nochmal hier durch. Das ist ja das vom Anfang gewesen. Wo wir den Banner bekommen haben, dass uns da die komischen Vögel abholen. Genau, also wenn wir dabei hier durchkommen, ohne dass wir getroffen werden. Genau, da sehe ich schon der Bossraum. Ja, war klar, Andi. Oh. Boah, ey. Was ist denn hier los? Oh, rein. Kleine Estus wieder nehmen. Boah, aber ich hab mich doch Schild angewandt. Das gibt's doch nicht. Lock die ein, komm. Nein. Schon down, oder? Ja. Okay, nächster Versuch. Ob wir das jetzt besser hier durchkommen. Nein. Komm her, du Schlampe. Nein, das gibt's doch nicht. Boah, ey, das ist echt... Ey Gott, kannst du nicht gescheit ausweichen? Gar nichts.
Soll ich schnell meine Ausdauer wieder auffüllen? Nein. Schlecht, Andi. Blöde Hunter. Mann, Mann, Mann. Die letzten Estos. Na okay, dann muss ich denken, wenn du den Sprung machst, dann haut es noch einmal da hinten. Alles klar, das verstehe ich. Komm, komm, Baby. Na, oh, ich hab's fast gehabt. Okay, alles klar. Wir müssen gleich nochmal. Hat jetzt gar nicht so schlecht ausgeschaut. Ich werde mir jetzt aber noch eine Glut mitnehmen. So. Tun wir mal den raus und nehmen uns Glut mit. Nein, der trifft mich jedes Mal. Wenn's, kannst du hier vorbeispringen, den? Okay, kleine Estus rein. Okay, komm her, Baby. Ach. Na, jedes Mal, wenn ich mich hier... Das gibt's doch nicht. Ja, jetzt war's es. Ah, es läuft schon wieder richtig schlecht, der Kampf. Okay.
Komm. Okay. Nur nicht Hecke sperren. Und ciao, Bella. Boom. Seele der Tänzerinnen. Tänzerin des Nordwindstal. Okay, Leute. Ich hoffe, dass die Aufnahme jetzt klappt. Das nicht wieder abschmiert jetzt wie vorher. Wenn euch das ein bisschen gefallen hat, würde ich mich über ein Abo freuen. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge weiter, wo wir beim schwellenden See weitermachen. Da habe ich ja auch mal schon mal kurz reingeschaut. Achso, und so, ja. Okay, würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschaut. Ciao, euer Andi.